Wundervollen Sonntag wünsche ich dir. Ich hoffe, dir geht's gut und ich hoffe, du konntest gestern ein bisschen Energie tanken, konntest deine Energie ein bisschen anheben und bereits schöne Erfahrungen machen auf deinen Spaziergängen, wenn du Leute gegrüßt hast, wenn du dich selber freundlich gegrüßt hast. Kleiner Reminder, hast du das heute Morgen gemacht? Hast du dich heute Morgen mal selbst im Spiegel angelächelt und dich selbst gegrüßt? Dir selbst das erste Lächeln des Tages geschenkt? Wenn nicht, drücke gerne mal kurz auf Pause bei dem Video und hol das direkt einmal nach und dann komm zurück und dann machen wir weiter. Sehr schön. Hast du gelächelt? Ja, da sehe ich ein Lächeln. Da sehe ich ein Lächeln. Das ist sehr, sehr schön und das freut mich total. Denn heute geht es auch um dich. Heute geht es darum, Sonntag ganz entspannt zu verbringen und Zeit für dich zu nehmen, dir selbst Zeit für dich zu nehmen, Zeit in dich zu investieren. Denn wir alle haben 24 Stunden Zeit pro Tag, die wir jeden Tag aufs Neue geschenkt bekommen. Von wem auch immer. Die haben wir zur freien Verfügung. Und wir selbst können entscheiden, wie wir diese 24 Stunden jeden Tag aufs Neue investieren möchten. Das ist unsere eigene Entscheidung. Und niemand verfügt über unsere Zeit, es sei denn, du erlaubst dieser Person, über deine Zeit zu verfügen. Und ein Satz, den ich in dem Zusammenhang immer wieder höre, ist folgender. Niklas, ich habe keine Zeit für Pausen. Und dann sage ich gerne, ja, das ist absolut richtig, da bin ich voll bei dir. Du hast keine Zeit für Pausen. Du nimmst sie dir. Und genau das ist der Impuls, den ich heute mitgeben möchte. Du hast nicht einfach so die Zeit, sondern du nimmst dir die Zeit für dich. Und das ist genau der Gedanke für dich heute, dass du dir an diesem Sonntag die Zeit ganz bewusst für dich nimmst. Und du nimmst dir jeden Morgen aufs Neue hier die Zeit, um mit mir zusammen in deinen Tag zu starten. Wofür ich übrigens sehr dankbar bin. Und das möchte ich dir mitgeben, dass du das auch über den Tag verteilt tust. Dass du das in unterschiedlichen Situationen tust. Das muss gar nicht immer lang sein. Das können kurze Pausen sein, über den Tag verteilt, die du bei dir integrierst, wo du dir kurz Zeit für dich nimmst. Und heute machst du dich selber zu deiner Priorität. Du bist heute deine Priorität Nummer 1. Du machst heute das, was dir gut tut. Und ich möchte dich dazu einladen, dass du dir in deinem Journal, nimm es jetzt gerne zur Hand, dein Stift liegt da drin, hoffentlich schon bereit, und du schreibst dir gerne einmal auf, wofür du dir jetzt heute ganz bewusst Zeit nehmen möchtest. Ich warte. Schreib dir gerne einmal auf, wofür du dir heute ganz bewusst Zeit nehmen möchtest. Ich mache das in der Zeit auch. Heute nehme ich mir bewusst Zeit für. Was ist deine Antwort? Ich hoffe, du hast dir was Schönes aufgeschrieben. Ich hoffe, du hast dir ein paar Gedanken gemacht, hast mal kurz in dich reingefühlt, was du heute brauchst, wie wir es vorgestern schon hatten, und hast dir aufgeschrieben, wofür du dir heute ganz bewusst Zeit nehmen möchtest. Und genau bei dieser Aktivität wünsche ich dir heute ganz viel Spaß. Genieß deinen Sonntag und ich freue mich so sehr, dass du hier jeden Tag dabei bist.
Teil gerne deine Gedanken mit mir und ich freue mich über jeden Austausch, den ich mit euch führen darf. Ganz viel Freude bei deinem bewussten Zeitnehmen heute. Und wir sehen uns morgen zum Start in die neue Woche. Dein Niklas. Ciao.